Grüß Gott, meine Damen und Herren, hier ist wieder Ihr Dr. Markus Söder. Als bayerischer Superminister bin ich auch sowas wie der DÜV. Das heißt, ich brauche Kontrolle über meine Untertanen. Aber das ständig und am besten auch vorrätig. Sonst gehen mir am Ende die Informationen aus und dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Und das wäre nicht so dolle. Die Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung ist nicht notwendig. Ich vergleiche das einmal mit einem Auto. Der Bürger ist hier das Auto und der Staat ist der TÜV. Und jetzt kontrolliert der TÜV jeden Tag alle Autos, weil erstens nur Autos, wo ständig überwacht werden, sind auch sicher. Viertens, wenn du im Internet oder mit deinem Handy unterwegs bist wie ein Auto auf der Straße, kannst du dir sicher sein, dass der TÜV auch alle anderen unter Kontrolle hat. Weil der aber nicht bei alle gleichzeitig mitfahren kann, du dir alles ordentlich mitschreiben. Und deswegen zwölftens, es könnte ja jetzt auch sein, dass du selbst nicht mehr weißt, wo du unterwegs warst, wem du was geschrieben oder gesagt hast. Und jetzt willst du das wissen oder andere wollen das wissen. Und da kann der TÜV schnell nachgucken und Auskunft geben, weil das ist ja gespeichert. Jetzt gibt's ja schon so tolle Armbändler, wo eine Firma kontrollieren kann, wann du wie viel Schritte machst oder wann du wie lange rumlümmelst. Wenn ich bayerischer Ministerpräsident bin, dann werde ich das durchsetzen wie die Maut, dass auch jeder in Bayern und auch im Rest von Deutschland so ein Ding trägt. Damit nicht nur die Krankenkasse Bescheid weiß, sondern auch die Rentenkasse. Und die Daten werden dann auch gespeichert. Und wenn dann einer seine Rente will oder krank wird oder einen Krebs kriegt, dann kann man schön nachgucken, ob der auch immer aktiv war oder einfach nur faul. Und der, wo dann nicht mitmacht, der kriegt nichts. Also, der Staat, das heißt die Lobbyisten und Verbände, ihre Politiker und befreundete Richter und Staatsanwälte und die ganze viele Beamte, wo Verfügungsgewalt haben, sind wie ein TÜV. Und der muss über die Leute im Land Bescheid wissen. Und das geht eben nur, wenn man ordentlich kontrolliert, alles aufschreibt und es auch aufhebt. Leider haben wir aber längst schon gemerkt, dass die richtig, richtig Bösen nie als Auto unterwegs sind. Das kann's doch nicht sein. Deswegen werde ich fordern, dass der TÜV auch die Häuser kontrollieren darf. In diesem Sinne, eine sichere Fahrt, Ihr Dr. Markus Söder. Mit nur einem Klick kannst du den Denkfunk abonnieren. Hol dir dein Willkommensgeschenk ab. Freue dich auf prominente Gäste beim Denkfunk-Festival. Denn Denkfunk braucht dich, damit wir mehr erreichen, mehr informieren, Mehrwert schaffen.